So, meine Süßen, herzlich willkommen zurück zum Let's Play Bioshock Remastered, Bioshock 1. Spielstand laden? Ja, warum gibt es jetzt hier zwei Spielstände? Einer vom 19. September, wo ich beim letzten Mal gespielt habe, was auch alles hochgeladen wurde. Hier muss ich Folgendes sagen, hier gab es irgendein Problem mit der Aufnahme, weswegen ich nicht mehr so lange Aufnahmen machen werde. Und zwar habe ich da gespielt und habe kommentiert und mir die Stimme fusselig gequatscht und habe mich dann das Spiel vertieft und hatte überhaupt keine großartige Lust aufzuhören. Und nachdem ich dann nach zwei Stunden fertig war, habe ich Folgendes gemerkt. Aus irgendeinem Grund hat er zwar die Tonspur aufgenommen, aber nicht die Dingsbums, wie heißt's? Nicht die richtige, nicht das Videogeschiss, deswegen kann ich den ganzen Scheiß nochmal neu machen. Hatte zum Glück nicht manuell gespeichert, sondern einfach nur einen neuen Spielstand, im Fall, dass mir was abkackt. Und ja, das bedeutet, zwei Stunden Aufnahme für den Arsch. Und ja, ist natürlich doof gelaufen. Deswegen mache ich hier nochmal für euch nochmal alles von vorne. Diesmal stelle ich mir aber eine Stoppuhr, macht das nicht so häufig. Kommentar des Regisseurs. Nee, der beinhaltet Spoiler. Die Frage ist, muss ich hier lang oder wo lang muss ich? Achso, Waffen-Upgrade. Station geschlossen. Okay, dann muss ich hier hin. So. Du hast es geschafft. Von jetzt an sollte es keinen Ärger mehr geben. Wir treffen uns weiter vorn. Ich habe jetzt die Einstellung ein bisschen geändert, auch den Monitor geändert. Mit der Hoffnung, dass ich dementsprechend jetzt auch ein bisschen bessere Videoaufnahmequalität hinbekomme. Ich habe es jetzt mal versucht auf 1440p oder 4K zu machen. Das klappt in dem Sinne nicht, weil meine Bildschirme das nicht hergeben. Aus irgendeinem Grund, egal wie ich die Einstellungen verändere, ich komme nicht höher als 1080. Dafür 60 FPS an, von daher... Das geht. Was mit den Erinnerungen auf sich hat, die sind eigentlich auch in uns. Aber so richtig können wir uns nicht. Alles klar, Atlas. Vita Chamber. Ah, Genbank. Schmugglerkiste. Muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel saufe. Jo. Warte mal, wie viel Adam habe ich eigentlich? 80. Zigaretten, ja super, ist auch nicht so geil. Ups. Gut, das geht auch anders. In der anderen Aufnahme hatte ich diesen Typen da. Hatte ich dieses Ding eigentlich gehackt, aber gut, okay. Nur schade, dass es keine... Ja, genau das wollte ich eigentlich vermeiden. Ich wollte ja eigentlich nicht saufen, weil Alkohol schlecht ist. Alkohol macht... Na, komm. Nee, ich will jetzt nicht hier den Absituten. Hat er gerade einen Schluck aufgekriegt? Oh, geil. Nicht so gut. Finde das U-Boot. Drück auf den Schalter oben im Überwachungsraum und lass mich rein. Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir uns mal kennenlernen. Jo, da gebe ich dir recht. Schön, du hattest deinen Spaß, aber genug ist genug. Wenn du diesen Knopf drückst, wirst du erfahren, was es heißt, mein Zigaretten, Kaffee interessiert mich nicht. In den Schmugglerkissen ist meistens nur so Kleinigkeiten drin. Bandagen. Ja, brauche ich alles nicht so wirklich. Oh, warum kann ich denn hier... Oh, ich dachte schon, ich hätte mich jetzt in die Dingsbums geglitscht. So, die Splicer kommen. Die sind ja anfällig gegen Anti-Personen-Munition. Ich werde jetzt aus Sicherheitsgründen... Ja...
will hier erstmal alles hacken, bevor es jetzt hier großartig rumgeht. Ja, das Hacken begleitet uns in Bioshock leider ziemlich. Wie gesagt, zu den Aufnahmen. Bis jetzt habe ich sie ja immer so gemacht, das habt ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt an den Kommentaren. Die lassen den Parts mittendrin, auch manchmal mitten im Satz einfach abgebrochen wurde. Das lag einfach daran, dass ich so aufgenommen hatte, als würde ich halt wirklich zocken und mittendrin einfach dann mit einem Nachbearbeitungsprogramm einfach ein, wie heißt es, einen Schnitt reingesetzt habe und gesagt habe, okay, Parts 19 Minuten lang, passt schon. Das werde ich hier auch machen, allerdings werde ich die Aufnahmesessions jetzt nicht mehr ganz so lange machen. Das bedeutet, ich werde versuchen, ich werde versuchen, maximal nur eine halbe Stunde aufzunehmen, dass wenn wieder sowas passiert, dass ich nicht alles nach, dass ich nicht zu lange nach, Dingsbums, nacharbeiten muss. Und wenn das dann halt klappt, dann werde ich mich halt immer so wieder ein bisschen steigern. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ist da oben eine Sicherung durchgebrannt? Ich kann hier drin überhaupt nichts sehen. Gib mir einen Moment und ich hole dich da raus. Moira, kannst du mich hören, Liebling? Es ist so dunkel hier drin. Wenn dein Freund nur nach oben schauen und dich sehen würde, vielleicht könntest du ihn machen. Oder wenigstens etwas tun. Naja, Andy. Na komm. Ich kann sie nicht aufhalten. Muss mich zurückziehen. Hol meine Familie daraus. Wir treffen uns dann so schnell wie möglich wieder. So. Da hatte ich beim letzten Mal Probleme, weil ich vergessen hatte in der Aufregung, dass ich... Bist du doch bekloppt bei. Ich hab halt nicht so viel Antipersonen-Munition. So, super. Heile ich mich mal hier an der Medi-Station. Ich hab noch Kontaktminen, aber die brauche ich nicht. Würde gern die, ja, Antipersonen ist eigentlich ganz gut, aber ich krieg ja nur diese scheiß Pistolenkugeln. Die Panzerbrechend hebe ich für die Big Daddies auf. Die Pistolenmunition ist zwar ganz nett, aber brauche ich die wirklich? Pistolenkugeln. Was ist passiert? Hau ab, wenn du kannst. Ja, bin doch schon dabei, Buble. Jetzt bleib mal locker, flockig, mein Lieber. Weil ich nicht auf Stricher stehe, Mädchen. Hm? So. Dann gibt's wieder Zeug. Was haben wir denn hier? Frank Fontaine. Heute Morgen mit dieser osteuropäischen Wissenschaftlerin. Buggy. Schleichst dich herein wie ein Attentäter und versuchst dann dich aus dem Staub zu machen wie ein... Easy. Du bist ein Schnüffler von der CIA. Wer bist du? Weshalb bist du hier? Nun gut, es gibt zwei Möglichkeiten, mit einem Rätsel umzugehen. Man kann das Geheimnis aufdecken. Ich krieg halt immer nur normale Pistolenkugeln. Das ist halt ein bisschen nervig. Wie, ich kann... Ich hab nur 6 in der Pistole. Na gut. Ja, bin doch schon dabei. Jetzt lass mich mal in Ruhe. Mal in Ruhe umgucken. Wird schon passen. Dieser irische Mistkerl hat mir einen Handel angeboten. Ich liefere Ihnen Fontaine ans Messer und ich bin ein freier Mensch. Ganz einfach. Woher soll ich wissen, dass dieser Wichser nicht von Fontaine kommt? Woher soll ich wissen, dass Sie nicht alle zu Fontaine gehören? Fontaine
hat das Adam. Und jeder will es haben. Ryan hat nur eine große Klappe und einen schicken Anzug. Sogar hier unten sieht jeder Idiot, woher der Wind weht. Gut. Ich will mal gucken, ob ich das vorherige Buch noch sehen kann. Funknachrichten. Willkommenen Rapture. War der das? Hab hier. Heute Morgen mit dieser osteuropäischen Wissenschaftlerin gequatscht. Sie hat einen ziemlichen Knacks. Genau wie alle anderen Häftlinge, die sie aus den Straflagern befreit haben. Aber sie ist keine Spinnerin. Sie bringt mir so viel Kohle ein, dass Ryan dagegen wie ein kleiner Zeitungsjunge aussehen wird. Sie braucht nur noch ein paar Zutaten, um die Sache zum Laufen zu bringen. Und einen Freund, der auf sie aufpasst. So, ist das also gelaufen. Verstehe. Ja, die Tenenbaum hat das mit den Little Sisters und den Big Daddies gut hinbekommen. Beziehungsweise mit den Little Sisters. Beziehungsweise hat wahrscheinlich das Adam erforscht, wie man das auf den menschlichen Körper anwenden kann. Und dann kam halt so ein kleiner Lümmel wie Fontaine und hat halt große Geld gerochen. Tja, so ist das aber immer. Eine gute Idee wird von schlechten Menschen gefunden. Kerosin. Ja, das werden wir tun. Ich bin an diesen Ort gekommen, um das Unmögliche zu erbauen. Du aber bist gekommen, um zu stehlen, was du niemals selbst hättest erschaffen können. Ein Hunger, der staunend vor den Toren rumsteht. Sogar die Luft, die du atmest. Ich würde mal ein bisschen fotografieren. Und dann atme tief ein. Dann kannst du dich später vielleicht an ihren Geschmack erinnern. Auf jeden Fall. Aha. Geh zur Tauchkugel bei den Rolling Hills. Sie wird dich direkt in die Höhle des Löwen bringen. Dann werden alle Schulden vollständig beglichen. Nein, Gummi, also ich glaube, wir können jetzt hier bald, also ich weiß es natürlich, aber, hier liegt ein Sarg. Okay. Ich glaube, wir können hier demnächst bald wieder selbst was craften. Ja, können wir natürlich. Das fängt hier so langsam an. Deswegen können wir ein paar Materialien sammeln. Ich weiß auch schon, worauf ich mich ungefähr fokussieren möchte. Herr Gott, nochmal, ist da jemand? Nein! Ich bin niemand. Ich laufe hier nur rum und tu so, als wenn ich gar nicht da wäre. So, Filme, das ist gut. Sieht ganz so aus, als würden einige armselige Gestalten schon anfangen, Gespenster zu sehen. Gespenster. Ryan hat gesagt, das sei eine Nebenwirkung der Plasmide. Die Erinnerungen des einen Schwachkopfs werden durch genetisches Sampling auf den anderen übertragen. Wassereinbruch, Geisteskranke, Rebellion und jetzt auch noch Gespenster. Ist das Leben in Rapture nicht einfach wunderbar? Ja. Ist das Leben in Rapture nicht einfach wunderbar? Was für einen Abend ich vorbereitet habe. Alles ist bereit. Blumen, eine Flasche Wein. Sogar zwei Karten für den Teegarten. Nichts bringt die Miezen mehr in Stimmung als eine Nacht in Arcadia. Jetzt muss ich bloß noch beim Thrifty Care vorbeischauen und ein Medipack abholen. Nur zur Sicherheit. Man sagt, Angelina sei nicht zum ersten Mal im Teegarten. Interessant. Das Verfahren zur Vermehrung ist ein Erfolg. Die Schnecken allein konnten nicht genug Adam für unsere Zwecke produzieren. Doch in Zusammenarbeit mit dem Wirt, da sieht es schon viel besser aus. Die Schnecke wird in die Magenschleimhaut des Wirts implantiert. Durch die Verwertung der wieder ausgewirkten Nahrung des Wirts ist die Adam-Ausbeute 20 oder 30 Mal so hoch wie vorher. Das Problem ist jetzt, dass es zu wenig Wirte gibt. Fontaine sagt, nur Geduld, Tenenbaum. Bald wird das erste Heim für Little Sisters eröffnet. Damit ist das Problem schon gelöst. Tja, erst wird sie hier... Erst ist sie die kaltblütige olle Truller und jetzt fängt sie halt auf einmal an rumzuheulen, weil sie gemerkt hat, ja, doch scheiße gelaufen. So, hier war ich schon.
Und hier geht's weiter. Was war das denn für einer? Houdini-Splicer. Der greift uns aber nicht an. Forschungsbonus für Houdini-Splicer. Erhöhter Schaden plus Houdini sind an... Ja, das ist mir schon klar. Ich mag diese Houdini-Splicer nicht, die sind gruselig. Kannst du mir helfen, Mann? Kannst du mir helfen? Ich hab dich doch schon fotografiert. Ja. So, die Viecher sind nämlich extrem nervig. Die locken uns überall hin und dann tauchen die hinter uns auf und... Ich weiß, wo der uns hinführen will. Hier ist alles leer. Hier ist noch Leim drin. Ist eigentlich nicht schlecht. Doch. Bonus Actionfoto. Super. Mist. Ich mag diese Houdini-Splicer nicht so wirklich. Kassette untersuchen habe ich schon. Okay, hier ist nix. Ich nehme lieber den ionischen Schrot. Wo ein Explosivschrot vielleicht auch nicht schlecht ist. Ich glaube, den soll ich noch gar nicht treffen. Jetzt fängt er nämlich an anzugreifen. Ich mag die Viecher nicht, weil die halt überall auftauchen. Auf jeden Fall Antipill. Was haben wir denn hier? Genbank. Können wir noch nichts machen. Bondage. Alkohol. Okay. Dieses Arcadia ist ab heute nur noch für zahlende Gäste geöffnet. Erst stellt der Mann mich ein, um einen Wald auf dem Meeresgrund zu pflanzen. Und dann sorgt er dafür, dass ein Waldspaziergang ein Luxus für Privilegierte wird. Rein fragt, sollte ein Farmer seine Nahrungsmittel nicht verkaufen dürfen? Darf ein Töpfer kein Geld mit seinen Töpfen verdienen? Ich wollte gerade anfangen, mich mit ihm zu streiten, als mir wieder einfiel, wer mein Gehalt bezahlt. Das Einzige, was schlimmer ist als ein Heuchler, ist ein arbeitsloser Heuchler. Ja, ja, der Ryan, der will eigentlich im Endeffekt... Ich brenne! Was soll das denn? Na, hab ich dich getroffen, du Arsch. Hm? Schlucki. Ich habe aber jetzt keine Antipersonen. Ja, das will ich jetzt eigentlich nicht benutzen. So. Ja, MG-Patronen, super. Ich bin eigentlich kein Fan von diesen Dingern. Na gut. Manchmal vergesse ich, welche kommt